seine Signatur kann echt sein oder falsch. Aber was ist, wenn es gar keine gibt? Dann sind ganz große Entdeckungen möglich. Haben Sie es hängen? Ja, an prominenter Stelle. mit Licht. Schön. Ich habe es als Karl Rottmann gekauft, 19. Jahrhundert. Bin dann aber durch eine Bleistiftschrift auf der Rückseite des Gemäldes draufgekommen, vielleicht Nikolaus Berchem um 1655. Dann wissen Sie ja schon ganz viel eigentlich. Das ja, ist vor allen Dingen ja. Ein guter Kauf gewesen, wenn es ja, stimmt. Es war ein Schnäppchen. Was haben Sie denn gezahlt, wenn wir schon dabei sind? 350. Toll. Ja. Toll. Und da sind wir eben jetzt neugierig, denn es ist nicht signiert. Wahrscheinlich ein Schüler. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Grüß Gott. So, das ist eine sehr schöne Stimmung. Wo kommt das Bild her? Ich habe vor 2,5 Jahren das Gemälde zum Freundschaftspreis von 350 Euro ja. im Münchner Antiquitätenhandel erstanden. Ja. Und zwar nicht als das, was es wahrscheinlich ist, sondern als Karl Rottmann, okay. 19. Jahrhundert. Wegen der Stimmung, ja. Die Expertise sollte nachfolgen, aber bis heute habe ich keine Expertise. Ja. Jetzt habe ich mich selbst kundig gemacht, ja. Habe das gedreht und da ist ganz leicht mit Bleistift geschrieben, vielleicht Nikolaus Berchem. Ja, okay. Ich habe dann im Internet nachgeschaut und ich habe ähnliche Sujets gefunden mit demselben Mädel, mit derselben Gewandung und denselben Tieren von der anderen Seite der Ruinen. Verkauft wurde es mir als griechische Felsenlandschaft mit Hirtin und Herde. Ja. Und ich bin da stutzig geworden, wie ich die näher angesehen habe, denn es sind da angefangene Bögen zu erkennen und Fenster und Türausschnitte, also es ist Ruinenlandschaft. Ja. Und so war es auch im Internet dann bezeichnet. Das heißt, wir müssen ein bisschen Ordnung in all das hineinbringen, ja, nicht? Ja. Denn das kann man schon sagen, alles, was Sie jetzt gesprochen haben, hat ein bisschen was damit zu tun, sodass man also gewisse Assoziationen durchaus verstehen kann. Sogar der Rottmann, der völlig außer Obligo ja, ist, ja. aber mit dieser Sonnenstimmung, mit ja. dieser Farbstimmung. Was wir sehen, ist in der Tat eine Landschaft, nicht mit einem Berg, sondern wirklich mit einer Burg, Turm, weil wenn Sie Turm, hinten, ja, genau. mit diesen Brücken anschauen, ja, eine ausgebaute, ja. sagen wir so, eine Felsformation ist hier ausgebaut zu einem Turm. Und was man sehen kann, es ist ein südliches Licht. Ja, es gibt eine Landschaft um Rom und die wurde von Künstlern, die in Rom lebten, konnte die in einem 2-3-Stunden-Marsch aufgesucht werden und wurde sehr häufig gemalt. Das waren die Aquädukte, die durch die Ebene zogen. Und das waren Befestigungen und Türme, die dort standen. Und das ist solch eine Ruine in Ziegelbauweise. Und es gibt eine Reihe von Niederländern, die dieses Sujet erfinden und beherrschen im 17. Jahrhundert. Und zu denen gehört mit Gewissheit auch der hinten vermerkte Van Berchem, der vor allem auch als Stecher tätig war. Und uns diese bukolische Landschaft, dieses Hirtenleben im Sinne eines goldenen Zeitalters immer wieder vor Augen führt. Es ist nicht signiert und Van Berchem kommt sicherlich in Betracht. Für mich ist aber auch ein starker Einfluss von dem Maler Van Peulenburg sichtbar, der besonders diese Farbwirkungen in dieser Landschaft beobachtet. Diese Sonnenuntergangsszene nach Westen, der blaue Himmel, die sich unmerklich miteinander vermischen. Durch Farbverreibung treten diese Komplementärfarben zusammen und spiegeln sich auf der Ruine. Und im Dunst der Ebene entsprechend wieder. Was wir hier sehen und was er gerade angesprochen hat, ist dieses warme, weiche Licht der Campagna. Mhm. Und die Maler, die er hier nennt, lassen sich auch subsumieren unter dem Begriff der niederländischen Romanisten. Maler, die ihr Handwerk zwar noch in
den Niederlanden im Norden gelernt haben, die dann aber auf Reisen gegangen sind und die italienischen Einflüsse, das Licht, die Wärme, auch das Weichere, das Sfumato der Malerei übernommen haben. Sie haben vollkommen recht, es gibt eine ganze Reihe von Bildern dieses und ähnlicher Sujets, die mit Berchem in Verbindung gebracht werden können. Und es gibt auch eine ganze Reihe von Bildern, die aufgrund der Stimmung des Himmels und so weiter mit Pollenburg in Verbindung gebracht werden müssen. Jetzt machen mich aber zwei Dinge ein bisschen stutzig. Es ist einmal die Größe des Bildes. Nicht sehr groß. Jetzt kann man sagen, es gibt kleine Bilder auch, das ist schon richtig. Aber üblicherweise sind diese Landschaften immer größer. Da macht mich noch was stutzig. Wenn ich mir das Bild aus der Nähe anschaue, sehe ich zwar hier einige Schwundrisse, aber ich sehe keine Craquelés. Jetzt ist der Unterschied zwischen Craquelé und Schwundriss einfach ein Unterschied in der Zeit. Ein Schwundriss passiert, wenn ein Malmittel zu schnell trocknet. Mhm. Das kann innerhalb von wenigen Wochen passieren. Craquelés sind ebenfalls Risse der Maloberfläche. Das braucht aber Zeit, wenn die Farbe trocknet und so weiter. Wenn ich mir das also jetzt so anschaue und mir überlege, dass hier Schwundrisse nicht im 17. Jahrhundert passiert sind, sondern gerne im 19. Jahrhundert, wo man mit Malmitteln experimentiert hat, mit Asphalt untermalt hat und so weiter. Und wenn ich mir anschaue, dass es kein Craquelé gibt und wenn ich mir dann anschaue, dass das keine Holztafel ist. Ist aufkaschiert, ja. So, sondern ein Material, das ist also mit Sicherheit im 17. Jahrhundert nicht gegeben hat. Nee. Es ist eine Hartfaserplatte. Aber es ist aufkaschiert. Ich habe es aus. Ja, und was ist aufkaschiert? Ein Papier oder ein Karton? Sieht aus wie fast eine feine Leinwand, aber. Ja, nur das ist natürlich, spricht jetzt alles dafür. Ja. Und wenn ich mir dann anhöre, dass Sie gezahlt haben 350 Euro, dann sind bei mir die Summe dieser Informationen führen dazu, dass ich meine Zweifel zur Gewissheit verdichten. Dass wir es hier mit einem Bild des 19. Jahrhunderts zu tun haben, es könnte sogar noch das 20. Jahrhundert sein, das sich orientiert an Nicolaas Berchem, an Pöllenburg, an der Malerei der niederländischen Romanisten. Und dass ich jetzt sagen muss, dass der Preis, den Sie bezahlt haben, durchaus gerechtfertigt ist. Ja, aber mehr nicht. Dann ist gut. Sind Sie enttäuscht? Nee. Aber Sie haben uns geholfen, dass wir ein bisschen auch Ordnung schaffen konnten. Und ich freue mich, dass Sie da waren. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.